Ich habe nur 3% Besitz. Wenn irgendwas noch fragen wollen, sagen. Mama, oh nee, es tut mir leid, dass ich so bin ich. Ich bin schon alt, es tut mir auch leid, dass wir uns vorher noch gestritten haben. Sind. Wir könnten sie anzeigen, ist ihnen bewusst, gell? Komm. Emmy, mach weg! Chiara, was ist denn da passiert? Ich schwitze mich an Emmy. Heute ist nicht mein Tag. Ich hab keinen Bock mehr. Mach's weg! Ich fass es nicht an. Sicher nicht. Leute, mir hat irgendwie Vogel hingeschissen, Alter. Ekelhaft. Komm, wir sind doch eh gleich in der WG, dann kannst du es auswaschen. Boah, ich übergebe mich gleich. Auf jeden Fall waren wir noch beim Arzt gerade, Freunde. Wir hatten eine leichte Unterkühlung, aber zum Glück ist nichts passiert. Wir hätten echt gestern sterben können. Aber wir haben dieses scheiß Geld nicht zurückgekriegt. Ja, das ist echt asozial. Ein paar von euch haben auch geschrieben, wahrscheinlich könnte es ein Scam sein. Aber keine Ahnung. Ich denke jetzt nicht, dass sie uns umbringen wollten. Also was ich auf jeden Fall noch versuche, ist diesen Handwerker ausfindig zu machen. Und dann versuche ich es bei dem noch, das Geld zurückzukriegen. Weil er ist ja eigentlich schuld, dass wir eingesperrt waren. Ja, eigentlich ist es eine gute Idee, ja. Wie sieht's hier bitte aus? Leute, was zur Hölle? Sie hat das komplette Zimmer umstrukturiert, umgestellt, alles und irgendwo. Was sind das für Zettel? Bücher bitte sortiert lassen, aber du liest sowieso keine Sachbücher. What the fuck? Will sie mich provozieren? Warum? Hä? Hier? Was ist das? Bitte nicht anfassen. Ja, hier bitte nicht anfassen. Was soll denn der Scheiß? Wand muss gestrichen werden, Wasserhahn tropft. Ich weiß, Waschbecken läuft nicht ab. Ja, ich weiß es, ich weiß es. Das ist ja auch mein Zimmer. Sie will mich echt verarschen, oder? Absolut. Ich habe ein bisschen Ordnung gemacht. Eine muss ja ihr Leben im Griff haben. Eine muss ja ihr Leben im Griff haben. Das sieht ja aus wie im Krankenhaus. Das ist so echt. Freunde, ich überlasse gerne meiner Schwester mein Zimmer und ziehe um für sie und sie macht sowas. Ist es ihr Scheißernst? Deswegen wollte sie, dass ich heute meine Sachen hole. Sie wollte mich einfach nur provozieren. Was ist denn falsch mit ihr, Mann? Nee, ganz ehrlich, ich lasse mir sowas nicht gefallen. Ich rufe sie jetzt an. Hat sie mich gerade ernsthaft weggedrückt? Ich rufe sie nochmal an. Was macht sie mit Absicht?
bin der Vorlesung. Ich hab dir doch extra Zettel hinterlassen. Das ist ein Scherz, oder? Krass. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch einfach ein Scherz. Hast du gesehen, was Nele mit meinem Zimmer gemacht hat? Wait, also dir auch einen guten Morgen? Guten Morgen. Was ist hier los? Nele hat mein komplettes Zimmer umstrukturiert. Hat gesagt, es sieht so gut aus, oder? Ey, es ist so cool, dass Nele da ist. Sie hat so gut aufgeräumt. Das Zimmer ist viel schöner jetzt, oder? Also, sie will mich provozieren. Außerdem ist es doch gar nicht mehr dein Zimmer, oder? Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich wohne jetzt bei Valentin und ja, es ist nicht mehr mein Zimmer, theoretisch, aber... Also, was ist das? Vogelscheiße. Stimmt. Man sagt, es bringt Glück. Ja, hast du irgendwas zum Wegmachen? Ja, ey, nee, der hat neues Putzzeug gekocht. Das riecht so gut, guck mal. Schau mal. Geil. Hast du jetzt was zum Wegmachen? Ja! Bitte. Jetzt. Das ist so eklig. Alles gut, da ist nichts. Nichts Glück, oder? Soll's zumindest, ja. Weißt, was dann wünsche ich mir ganz viel Glück fürs nächste Musikvideo. Das wäre auf jeden Fall. Vicky! Oh Mann, Leute, jetzt habt euch mal. Wie meint ihr das? Wieso ist das scheiße gelaufen? Weil wir fast gestorben wären, ja. Also, ist wieder so, wir sterben gleich. Nein, diesmal wirklich. Was wirklich passiert? Da war so ein Handwerker vor der Tür von dem Kühlraum, in dem wir waren. Und er hat dann einfach die Leiter vor die Tür gelegt, sodass die Tür geklemmt hat und wir da Stunden eingesperrt waren. Er wusste doch aber, dass ihr da drin seid. Nee, die haben es nicht gecheckt, keine Ahnung. Hä? Wir waren heute Morgen beim ich Arzt. Ich würde das Geld zurückverlangen. Und der Arzt... Das habe ich auch gesagt. Hör doch mal zu. Ja. Der Arzt hat gesagt, dass es sehr knapp war. Dass wir wirklich eine richtige Unterkühlung hatten. Ja, wir saßen da keine Ahnung wie lange drin und wir haben so gezittert, wir haben uns so aneinander geklammert wie so kleine Äpfchen. Ich hatte so Angst. Lost. Naja, nein. Egal. Das nächste Video wird besser. Und die liebe Chiara hatte natürlich auch keine Choreo. Wie, du hast keine Choreo? Du hattest so viel Zeit, dich vorzubereiten. Warte, Leute. Also, ich brauch kein Choreo. Ihr hattet also kein Storyboard und keine Shotlist und keine Dispo und... Was genau ist denn das alles? Naja, also, zuerst malst du dir die Ideen auf. Oder quasi... Das muss ja durchstrukturiert werden. Ja, ist egal. Ich kann es uns nächstes Mal erklären. Aber ganz kurz, du musst nächstes Mal dabei sein, weil sonst dann passiert sowas nicht und dann wird es gut. Okay, kannst du mir das besprechen? Wieso hast du mich auch nicht früher gefragt? Weil es halt so spontan... Genau. Ich schau mal kurz nach, ob ich Zeit finde. Sag, wie wichtig ist dir das? Sehr. Wie wichtig? Sehr. Ja, okay, ich glaube, ich habe eine Stunde Zeit. Ja. Wann wird das toll? Nächste Woche Donnerstag, kannst du da? Bitte. Vielleicht. Yes! Ja, ich kann das. Ja! Das wird der beste Musikvideo. Ich werde mich darum kümmern, dass du das beste Musikvideo aller Zeiten machst. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich hab. Was geht jetzt? Ich hab Frühstück mitgebracht. Also bitte? Frühstück! Mein Bäcker und hab das zufällig gesagt. Für mich oder was? Ja, Ey, mega, danke, ich bin eh viel zu spät dran. Ich esse das gleich auf dem Weg, ja? Alter, geil, danke. Gerne. Bis später, ich muss kurz. Ciao, viel Spaß. Hast du auch was für uns mitgebracht? Was? Nein. Bist du etwa verknallt? Also, wenn das nicht obviously verliebt ist, dann weiß ich auch nicht. Man sich so, wenn man verliebt ist. Gestern, als wir da eingesperrt waren, da ist mir einfach irgendwie bewusst geworden, dass das voll blöd wäre, wenn ich ihm nicht sagen würde, dass ich Gefühle für ihn habe. Ja, dann sag's ihm doch. Was hält dich auf? Aber ich trau mich nicht. Obwohl, vielleicht ist es nicht gut, wenn du es ihm sagst. Ach, nee, weißt du was? Nee, wir warten ab. Ich hab eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Okay. Wir machen heute einen WG-Ausflug. Was hältst du davon? Ja, ich find's super. Wohin? Und dann? Ja, egal. Lass es meine Sorge sein. Wir klären das. Und du benimmst dich einfach heute super feminin. Feminin. Ja, also nicht ihm vielleicht unbedingt Frühstück bringen und so, das ist ein bisschen too much. Das ist total süß. Ja, es ist total gefreut. Ja, aber nee, es ist auch süß. Viel geben. Ja, weil aber dann genau, weil er muss ja auf die Idee kommen, so hey ich will so dich. Ja, genau. Aber wenn du ihm schon alles gibst, bevor er auf die Idee kommt, dann will er nicht. Deswegen halte ich jetzt zurück heute. Und dann zack schnappst du zu. Genau. Piu. Wie so eine kleine Raubkatze. Was schnappt ihr zu?
Nichts. Nee, wir gehen nachher weg. Du kommst mit. Ja, wir haben schon. Tschüss. Du hast keine Wahl. Und wenn ihr sehen wollt, ob wir Emmy und Leon schaffen zu verkuppeln bei einem netten WG-Ausflug, dann abonniert und drückt die Glocke. Woo! Ein junges Chiara-Weibchen brütet in der Wildnis mit ihrem Gatten das Baby-Ei aus. Durch die Körperhitze, es bewegt sich das Ei. Oh, ich glaube, es schlüpft. Was ist da los? Meine Babys sind da. Leute, wir sind jetzt hier bei Blackline Minigolf und es sieht so krass aus. Schaut mal. Richtig, richtig crazy. Wir haben solche Brillen. Ich musste sie gerade kurz ausziehen. Weil es ist echt krass, weil man sieht so anders durch diese Brillen. Richtig geil. Ich liebe das. Das ist mein Lieblingszimmer. So cool. Wart ihr eigentlich schon mal Schwarz-Light-Minigolfen? Schreibt es mir mal, würde mich voll interessieren. Okay, Leute, wir machen jetzt Team. Seid ihr bereit? Yes! Die Pazifikinsel Nublar, 120 Meilen westlich von Costa Rica. Hier, in einem dicht bewaldeten Dschungel, erwarten mehrere Männer mit Elektroschockern die Ankunft eines großen Metallkäfigs. Alle mal aufpassen! Vorsicht da! Langsam runterlassen! In dieser Nacht setzt ein Gabelstapler den Käfig vor einem Gehege mit einem massiven Stahltor ab. Okay, der Schiebetopf an die Arme. Boah, die ist voll cool. Lass mal die machen. Kennst du mich? Ja. Hast du einen Ball? Da liegt ein Ball. Hey. Die Brille ist es im Moment. Alles okay, Schatzi? Keine Ahnung. Ich weiß schon, du solltest es nicht kaputt machen, ja? Ja, ich weiß. Was ist denn los? Nee, alles gut. Ich dachte mir nur... Was denn? Ja, wir machen nie wieder was nur zu zweit halt. Wieso denn? Ja, wieso denn? Ja, ich hab's gesehen. Ey, ich meine, es ist ja cool, dass wir draußen mit allen sind. Aber es wäre doch, keine Ahnung, schon cool, wenn wir wieder was nur zu zweit machen können. Wir waren doch gestern zu zweit. Ach, nicht dein Ernst, oder? Das ist zwei Sekunden hat's gedauert. Wir wohnen doch jetzt zusammen. Ja, schlafen, okay, schlafen zusammen. Aber wie wär's, wenn wir zum Beispiel morgen... wenn ich romantisch für uns beide, nur uns beide, kochen würde. Okay. Ja? Ja. Ja? Ja. Essen wir? Mhm. Wunderbar. Dann machen wir das morgen. Schön. Freust du dich? Ja. Puh. Ich sag jetzt, was richtig macht. Okay, dann zeig mal, komm. Eins, zwei, drei. Ja. Hey, gar nicht schlecht, Schatzi. Gar nicht schlecht. Oh, oh, bitte. Oh mein Gott, du hast geschafft. Ey, krass. Oh. Ah. Jetzt bist du drin. Zählt das? Ich glaube auch. Ja. Ja, irgendwie läuft es nicht so gut. Chiara. Was macht ihr denn aus? Schau mal. Irgendwie das funktioniert das. Sieht ja gar nicht gut aus da drin. Was machen wir jetzt? Ey, Leon! Ja. Zeig mal Emmy, wie es geht! Ja, am besten natürlich hier oben rein. Ja, richtig, Leon! Leon, zeig sie richtig! Weißt du, Mann, was für ein Vogel! Soll ich der Emmy helfen? Ich kann dich ja auch gut hören. Nein! Mann, wir wollen sie doch verkuppeln! Ja! Weißt du was? Ich hab da noch was gesehen. Okay. So etwas mit so Laserstrichen, dass die so drunter krabbeln müssen. Geil. Dann machen die es zusammen. Mhm. Und das könnte wiederum funktionieren, oder? Geile Idee. Ja, voll. Let's go! Emmy. Ja. Warte. Okay, die nächste Chance, die du jetzt hast, wirst du ergreifen. Okay? Dann nimmst du Leon und packst ihn und küsst ihn an. Aber. Ja. Super. Oh, so. Oh, dann noch schlimmer mal eine Bank aus. Also, wie geht dieses Spiel? Ihr seht hier ein Safe, da sind ganz viele Laser, die uns nicht berühren dürfen. Sonst kommen wir nicht mit der Bank. Ich wollte das schon immer machen. Okay, also wir drei gegen die zwei. Okay, also. Wir drei gegen. Wir drei gegen euch zwei. Ja, gegen euch zwei. Und wir fangen an, damit wir euch zeigen, wie es geht. Ja, genau. Let's go! Hart, 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 hart
sind jetzt schon. Geh rüber! Nein! Nope. Was macht ihr denn? Spiel! Ja! Da! 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 Sekunden, ne? Wow. Ja, was wir hast du Bock? Ja, komm, let's go. Ja. Zeig, was hier let's go. 24 Sekunden. Oh, warte, warte, noch nicht. Wir müssen erst Start drücken. Okay, warte. Jetzt, ja. Ihr macht's auch hart. Und los geht's. Ja, eins. Wuh. Da ist er. Die sind gut. Die sind wirklich gut. Ey, die schaffen es schneller als wir. Wir sehen aber schon süß aus. Übelst süß. Okay. Scheiße. Ach, Mann. Crazy. Ich bin nicht Verlierer, dann komm. Richtig gut, die zwei. Ja, aber. Ey, die waren richtig schnell. Hey, ihr wart richtig schnell. Ihr wart einfach 40 Sekunden schneller als wir fast. Was? Ja. Also, ihr habt gewonnen! Ja, nice, Bro. Ja, so kann man es auch feiern, ne? Man muss was zu trinken holen. Ja? Ja. Ja? Ja, ja, ist ja, doch, ja, ja. Schon was. Ja, ne? Ja, ja, ja. Leon, du weißt aber, ihr wart nur schneller, nur weil...